Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem der Aktionär TV Interview. Sie sehen es schon an meiner Seite, Michael Schröder, schön, dass du da bist. Du hast uns wieder deine Nebenwerte-Watchlist mitgebracht. 5 Aktien, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Den ersten Wert sehen wir schon, Freenet. Da habe ich gelesen, dass man jetzt ein neues Geschäftsfeld weiter ausbauen will. Was ist da genau geplant? Ja, TV und Medien. Also man geht mehr in das TV-Geschäft. Klar, der Preiskampf im Telekommunikationsbereich, das spürt jeder Kunde im Positiven. Der brennt und jetzt versucht man sich mal ein bisschen breiter aufzustellen. Alles noch, ja, ich will nicht sagen klammheimlich, aber noch in den Kinderschuhen. Der Konzern hat ordentlich Geld in die Hand genommen, kräftig zugekauft in dem Bereich und hat einige Gespräche geführt mit Analysten. Da ist man sich noch nicht ganz einig. Der eine sagt, ja klar, kluge Strategie. Der andere sagt, oh Gott, Groschengrab, das geht den Bach und das ist nicht so positiv. Die nächsten Quartalsberichte aus meiner Sicht werden zeigen, dass sich dieser Schritt bezahlt machen wird. Langfristig diese etwas breitere Aufstellung, ein bisschen mehr Wachstumsfantasie. Und man sieht hier auch sehr schön jetzt hier in den letzten Wochen, Monaten im Chart, wir haben uns von den Tiefständen langsam aber sicher lösen können, kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert, laufen jetzt hier an die GD200. Erster Versuch, sie zu überwinden, ist gescheitert, aber aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Wir müssen jetzt hier nicht mit senkrecht steigenden Kursen rechnen. Wir werden hier schön eine, aus meiner Sicht, eine weiterlaufende Aufwärtsbewegung sehen. Wie gesagt, mit dem nächsten Quartalsbericht dann vielleicht schon ein bisschen mehr Klarheit und, bevor du es fragst, jeder weiß, Freenet glänzt natürlich mit einer extrem hohen Dividendenrendite. Ich will jetzt nicht sagen, die ist sicher, aber es deutet sich zumindest an, dass der Trend der letzten Jahre hier sich nicht ändert. Fürs laufende Jahr sollen 1,60 Euro bezahlt werden. Also wir liegen hier im Bereich von 6% Dividendenrendite plus ein bisschen Wachstumsfantasie und die interessante Charttechnik. Daher haben wir hier im Realdepot auch eine erste Position aufgebaut, die dann, wenn wir hier mal über die 27 Euro Marke, diesen kleinen horizontalen Widerstand, dass wir, wenn wir darüber hinausgehen, dann eventuell sogar noch weiter ausbauen können. Das war also schon die erste sonnige Aussicht. Du hast uns ja 5 Aktien mit sonnigen Aussichten mitgebracht. Richtig. Und bei der nächsten sieht es ebenfalls gut aus, bei SHW. Ja. Was spricht hier für weiter steigende Kurse? Ja, hier haben wir auch eine recht explosive Mischung. Eigentlich muss man hier natürlich mal versuchen, eine gerade horizontale Linie im Bereich knapp unter 30 Euro einzumalen. Das ist mir jetzt relativ gut gelungen. Und man sieht hier, das ist das Wichtige, wir haben hier den Ausbruch geschafft, was in den letzten Monaten nicht geklappt hat. Wir sind jetzt hier über die Marke hinausgezogen. Wir haben hier, ich will jetzt sagen, eine kleine Turnaround-Geschichte, haben hier eine relativ solide Bewertung und haben eine latente Übernahmefantasie. Ich sag mal salopp, die Chinesen sind eingestiegen, haben sich hier beteiligt und auch weitere, ja doch schlagkräftige Fonds sind mit einer kleineren Position dabei. Also man kann hier durchaus eine Übernahmespekulation in den Raum stellen, aber vornehmlich die fundamentale Entwicklung und natürlich die interessante Charttechnik. Man sieht hier massives Kaufsignal, wir sehen jetzt hier den kleinen Rücksetzer, der vermutlich hier in dem Bereich um 30 Euro dann zum Ende kommt und dann laufen wir hier aus charttechnischer Sicht Richtung 36 Euro. Das wäre mal das nächste Kursziel für die nächsten Wochen. Also auch hier haben wir im Realdepot einen ersten Fuß in die Tür gestellt und zwar bevor wir das Kaufsignal gesehen haben. Wir haben es antizipiert, es war richtig und jetzt hoffen wir, dass möglicherweise eine kleine Übernahmenschlacht hier kommt oder dass sich die operative Entwicklung eben so stark positiv weiterentwickelt, dass der Kurs einfach nur nach oben laufen kann. Schauen wir auf den nächsten Wert, den du uns mitgebracht hast. Das ist die Dürr-Aktie. Auch da baut sich jetzt der Jahreschart auf. Mhm. Da hat sich ja wenig getan in letzter Zeit. Also wir haben uns recht seitwärts orientiert. Ja. Gibt es vielleicht bald den Ausbruch nach oben? Wir haben mal hier die schöne Aufwärtsbewegung gesehen. Wir haben jetzt hier die Konsolidierung in dieser Range 78 Euro, hier diese Linie 78,80 Euro. Das ist kurzfristig die entscheidende Marke. Danach geht es Richtung Mehrjahreshoch bei knapp 85 Euro. Die Story ist hier, dass das Unternehmen jetzt, wenn man zwischen den Zeilen liest, mit ein paar Analysten spricht, dass hier die Margenentwicklung doch ein bisschen besser daherkommt im zweiten Halbjahr als bisher erwartet, dass hier möglicherweise der Vorstand tatsächlich noch an der Prognose ein wenig drehen muss, sprich, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine Prognoseanhebung sehen werden. Und natürlich die Charttechnik, wie gesagt, ein Ende dieser Seitwärtsbewegung ist aus meiner Sicht nah. Und dann geht es hier nach oben raus, also nach unten. Die Marke hier, der Bereich 71 Euro hat jetzt mehrfach gehalten und operativ deutet halt einiges auf weiter steigende Kurse hin. Daher haben wir hier mal im Realdepot den Hebel angesetzt und diese Position
auch wie bei vielen anderen, ausbaufähig, eben mit dem Sprung über die 78,80 Euro, also im Bereich 79, 80 Euro, kann man auch die Position ausbauen und dann schauen, dass wir hier Richtung 85 Euro laufen. Also auch hier aus meiner Sicht charttechnisch und natürlich auch operativ recht sonnige Aussichten. Wir schauen auf Sixt als nächstes. Sixt hat auch schon viel Freude bereitet im Realdepot. Der Turbo Call hat schon über 400% liegt der schon im Plus. Wenn man jetzt noch nicht investiert war die ganze Zeit, lohnt es sich dennoch jetzt auch noch einzusteigen? Ja, in das Hebelprodukt nicht wirklich. Da liegt der Hebel jetzt noch bei knapp über 1, aber wir sind hier schon über 2 Jahre investiert. Das ist eine Basisposition, die halt mit der 400% Performance im Depot bleibt. Aber was operativ betrifft und was die Aktie betrifft, auf alle Fälle kaufenswert aus meiner Sicht. Das Unternehmen betreibt eine intensive Expansionspolitik, gerade in Amerika, einem der Top-Märkte, hat man jetzt mehr und mehr Fuß gefasst. Man sieht das hier auch schon, da in diesem Bereich kamen dann hier die letzten Quartalzahlen. Unternehmen ist hier auf einem sehr guten Kurs, wächst halt sehr, ja, wie soll man sagen, konstant. Man darf nicht sagen dynamisch, es ist ein dynamisches Wachstum in Amerika, was die Stationen betrifft, also die Mietstationen. Aber ansonsten wunderbar konservatives Investment mit einer, ja, wie immer, 3%igen Dividendengarantie, kann man fast sagen. Und charttechnisch, man sieht es, wir sind hier im Moment auch in einer schönen Konsolidierungsformation, diese Aufwärtsbewegung. Und aus meiner Sicht ganz klar, das nächste Kaufsignal geht nach oben raus und dann haben wir Luft zum Allzeithoch. Das ist hier bei 53,61 Euro. Aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Daher auch hier in dem Bereich, um auf die Frage zurückzukommen, durchaus kaufenswert hier erste Position ins Depot nehmen, weil der Trend zeigt hier ganz klar nach oben und ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie wieder auf die Überholspur wechselt. Eine weitere letzte Aktie haben wir noch, König und Bauer soll dies sein. Hinter uns sehen wir den 6-Monats-Chart. Warum spricht denn hier oder warum könnt ihr hier weiter? Ja, König aufgehen? Und Bauer habe ich jetzt auch schon über mehrere Monate, Quartale, wenn nicht sogar Jahre im Blick. Und es ist immer das ähnliche Spiel hier jetzt. Wir sehen jetzt hier wieder eine Konsolidierung, eine ziemlich ausgiebige Konsolidierung jetzt hier im 6-Monats-Chart. Sieht man die lange Aufwärtsbewegung nicht wirklich. Jetzt gibt es wieder Gerüchte, dass die Aktie, oder nicht Gerüchte, nicht Spekulationen, dass die Aktie ein bisschen zu hoch bewertet ist. Ich sehe das komplett anders. Ich erwarte auch hier mit den nächsten Quartalzahlen sogar, dass die Prognose noch ein bisschen nach oben gesetzt wird. Aber im Moment zeigt der Trend hier aufgrund dieser langen Konsolidierung natürlich ganz klar nach unten. Hier sind wir auch im Realdepot positioniert. Leider hier oben schon etwas zu früh, liegen hier knapp 10% im Minus. Aber, und jetzt kommt das Schöne an der Sache, ich gehe davon aus, dass hier diese charttechnische Unterstützung im Bereich 40, 42 Euro erneut hält, wie auch im Sommer. Und dass wir dann hier aus dieser, ja, doch sehr langwierigen Konsolidierung nach oben ziehen und dann Richtung 51 Euro laufen. Hier braucht man vielleicht ein bisschen Zeit, aber auf der anderen Seite bringt dieses günstige Niveau aus meiner Sicht im Bereich 40, 42 Euro wieder eine gute Einstiegsgelegenheit. Darum auch mal dieses Chartbild und die Vergangenheit hat gezeigt, wenn es bei König und Bauer mal nach oben geht, dann mit Schwung, dann dynamisch und dann sollte es hier relativ schnell in Richtung 50 Euro gehen können. Du wirst sie weiter im Blick behalten. Auf jeden Dankeschön Fall. Für den Moment, Gerne. Michael Schröder. Danke für Ihr Interesse. Gerne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.